Also gut, Freunde, nachdem es letztens Leaks gab bezüglich Fortnite, als ein Goku Black erscheint und wir das Ganze auch in dem Video uns angeschaut haben, haben wir heute nun weitere Leaks beziehungsweise sogar schon eine Bestätigung, dass dieser gesagte Goku Black tatsächlich kommt. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video, denn schaut an all diejenigen, die hier vertreten sind. Im PlayStation Store wurde dieses Bild gezeigt von Goku Black, Fortnite X Dragon Ball Super, und man hat eigentlich vermutet, dass er eventuell zum Goku Day erscheinen könnte. Das war aber lediglich nur eine Vermutung. Also das stand nicht in den Daten oder so, dann Release-Datum, also ähnlich wie Dokkan. Da wissen wir ja, okay, der Charakter kommt dann und dann. Es war lediglich nur eine Vermutung. Er ist zum Goku Day, gesagten Goku Day, nicht erschienen. Aber er wird kommen, definitiv. So sieht der Boy aus. Die Frage ist nur, wann. Einer von euch, Schauder, hat mich gestern im Stream wissen lassen, dass er vielleicht Dienstag kommen könnte. Das ist auch nur eine Vermutung, weil dort ein größeres Update sein wird. Könnte sein, ob so oder so, Freunde, früher oder später wird Goku Black in Fortnite erscheinen. Macht eure Sense bereit. Ich hoffe, er bekommt als Pickaxe seine Sense. Er wird natürlich auch als Super Saiyan in Rosé gehen. Ich bin sehr drauf gespannt, wie der Boy aussehen wird. Wenn ihr euch Goku Black, dieser Skin wird käuflich sein, kaufen werdet, so könnt ihr gerne mich unterstützen und meinen Epic Games Creator Code OSERE nutzen. Vielen lieben Dank dafür. Wenn wir uns diesen Skin mal ganz kurz angucken, das ist jetzt offiziell, Leute. Das ist ein offizielles Rendering oder ein Render. Das ist sein offizielles Design aus Fortnite. Da können wir schon sehen, der Boy sieht auf jeden Fall besser aus als Goku. Also es ist jetzt kein Reuse oder ein Reskin von einem Goku-Skin. Goku und Vegeta, die kann man echt überarbeiten, Mann. Also die sind ein bisschen fragwürdig von den Skins. Vor allem Vegetas Kopf ist riesig. Und Goku, wenn er sich verwandelt, wie sie sieht, auf jeden Fall komischer aus, als wie wenn er eine Baseform ist. Goku Black jedoch sieht schon viel besser aus, definitiv. Und ich hoffe, es bleibt dabei, auch wenn er sich in Rosé transformiert. Ihr wisst ja, ich bin Goku Black Fan, deswegen bin ich auf jeden Fall darauf gespannt, dafür bereit. Wenn der Boy erscheint, Freunde, werden wir im Stream gemeinsam zocken. So haben wir das auch gemacht mit den anderen Dragon Ball Skins. Gohan, Piccolo, beispielsweise sind auch sehr, sehr geile Dragon Ball Skins. Mal gucken, ob sie ein Comeback haben werden. Man vermutet auch, dass Goku Black ein komplett neuer Satz an Skins sein wird, wegen den Farben. Bei allen Skinreihen hat man eine andere Farbe genutzt bei der Announcement der Collaboration oder an sich bei den Bildern. Genau, das heißt, man hat darauf gespannt, ob dazu noch ein Samus oder so erscheint. Könnte ich mir echt vorstellen, weil normalerweise bei so Anime-Skins in Fortnite, ist nun normal, kann sich immer ändern, die kommen eigentlich so mit 4 Chars. Bei Naruto kennen wir das, 3 davon sind Männlein und ein Char, ein Skin ist eine Dame, beispielsweise wir hatten Goku, Vegeta, Beerus und Bulma. Jetzt mit dem zweiten Pack, bei Naruto war das so, wir hatten ein Pack, genau diese Konstellation, 3 Männer, eine Dame und dann im zweiten Pack ebenso. Bei Dragon Ball war es ein bisschen anders, wir hatten ein Pack, wo das so war. In den Zeiten kam einfach nur Gohan und Piccolo. Jetzt kommt noch Goku Black. Eventuell kommt noch Future Mai mit Goku Black. Könnte sein, oder? In Zamasu sehen wir dann im Prinzip. Worauf ich hinaus wollte ist, wie gesagt, wir werden gemeinsam zocken. Twitch.tv/Osorus Links in der Beschreibung. Mein Twitch-Kanal. Guckt da gerne vorbei. Lasst gerne einen Follow da. Denn ich werde die Tage oft live sein. Ich bin schon gefühlt jeden Tag online. Warum? Tears of the Kingdom ist heute erschienen. Wir haben gestern schon gezockt. Vor eine Happy Release an all meine Zelda-Fans. Wenn ihr mein Let's Play zu Tears of the Kingdom nicht verpassen wollt. Ich werde einen Mix machen, mal live das Ganze spielen, mal offscreen, aber alles wird kompakt rausgehauen, uncut, in einem Uncut Let's Play bei mir auf dem Let's Play Kanal Osoru Nachts. Leute, wenn ihr Interesse daran habt, würde es mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr auf meinem Let's Play Kanal vorbeiguckt. Links in der Beschreibung und dort ein Abo da lässt, denn ja, so gut wie jeden Tag wird jetzt ein Video erscheinen bezüglich Tears of the Kingdom. Heute kommt noch der letzte Part von Breath of the Wild DLC um 18 Uhr und morgen dann, ich gebe euch quasi so einen Tag Puffer, damit diejenigen, die das selbst spielen wollen, erstmal selbst spielen, weil ihr wisst ja, ich brauche da ewig. Ich mache da richtig verrückte Sachen in so Games. Am Samstag, also morgen, 13. Mai, ab 11 Uhr erscheint der erste Tears of the Kingdom Part auf meinem Let's Play Kanal. Danach, wie gesagt, fortlaufen, parallel laufen dann die Streams dazu. Aber wir werden natürlich nicht nur Tears of the Kingdom spielen in den Streams, keine Sorge. Wir werden natürlich unseren normalen Stuff machen. Dokkan werden wir. Heute werde ich streamen. Ich muss noch kurz, also heute muss ich noch raus. Und dann, sobald ich daheim bin, gebe ich auf Instagram Bescheid, Osiris Stones, mache ich den Stream an und ich bin live und eine Weile live, definitiv. Die nächsten Tage auch. Machen unseren normalen Stuff mit Dokkan Legends. Xenoverse 2 muss ich auch die Tage irgendwann reingucken, weil da jetzt auch Beast Squad und Orange Piccolo reinkam und ich würde da gerne ebenso die Story spielen, aber dann im Prinzip so Ende des Streams Großteil werden wir natürlich Tears of the Kingdom weiterspielen. Leute, vielen lieben Dank für euren Support.
Ausgabenvideo zu Goku und Piccolo ist auch geplant, das ihr schon mal gehört habt. Bin kurz durchgegangen, was hier, was mich ein paar von euch so die letztens gefragt haben, wann was kommt etc. Aber das habe ich auch noch im Kopf. Das ist so der Plan für die nächsten Tage, sag ich mal. Wünsche euch ein schönes Wochenende vorab, wenn Goku Black erscheint, mein Boy. Mach die Gun ready, Leute, dann ballern wir gemeinsam. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Peace.